Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Mission Throwdown mit mir, dem er gleich aus Guild Nummer 1. Es ist Rumble Time. Jo, und dann schauen wir doch einfach mal rein. Ja, ich habe schon angefangen mit dem Match. So, wenn die Zeit davon rennt. So, weiter geht's. Bob. Und dann haben wir hier den Bandit Bob. Da passiert jetzt eigentlich nichts mehr. So, bam. Neunundneunzig Punkte geholt. Weiter geht's. Nächstes Match. Gegen Stay at Home Dads. Die Stay at Home Dads. Simon A. Alles klar, dann spielen wir hier mal. Ne, dann kriege ich es nicht ganz weg. Dann kriege ich es nicht ganz weg. Dann machen wir lieber hier betrunken im Clam. Betrunken im Clam. So, und das ist alles nicht zufriedenstellend gerade. Okay, dann haben wir hier eine Fashion Wrestling. Und ein Chicken Fight. So, parallel dazu, weil mir echt die Zeit davon rennt bei diesem Tablet hier, parallel dazu fange ich jetzt schon an und nehme jetzt Gilde Nummer 2 schon nochmal mit rein. Haben wir hier einen Roger am Start. Und 100 Punkte geholt. So, übrigens, Leute, das heutige Daily Shop Video ist das letzte Shop Video, wo ich mit dabei bin. Danach kommen nur noch Shop Videos mit der gleich. Warum? Warum? Schule? Echt? Ja, er muss dann. Ja, es ist dann Zeit, mal wieder die Schulbank zu drücken. Keiner braucht Schule. Doch, ohne die Schule. Oh mein Gott. Ja, die Leute, die halt was machen wollen, oder die Leute, die nicht verdummen wollen, das wäre voll cool eigentlich. Wenn die Leute, die sich, die nicht verdummen wollen, sich an die Eltern wenden, die dann den Leuten, beziehungsweise den Kindern alles erlernen und man nicht auf die Schule in die Schule müsste. Oder generell das Schulgesetz abgeschafft wird, das wäre ziemlich geil, dann würde einfach, wären die Schulen einfach fast leer. Resistance ist. Futile. Oder gleich? Ja. Warte mal, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn es dieses komische Schulgesetz nicht gäbe, wer von euch würde dann in die Schule gehen? Du, ganz ehrlich, sei froh. Ich weiß, das klingt jetzt wieder ausgelatscht und so. Gleich, was ist denn los mit dir? Was erzählst denn du Wer da? Wer hat Bock auf Schule, ist die Frage. Das hat nichts damit zu tun. Ich meine, das keine Frage, das Schulsystem ist scheiße, was wir haben. Also das sollte echt überarbeitet werden. Wobei man auch dazu sagen muss, bei uns hast du immer noch die Möglichkeit, alles zu lernen, was du willst. Und deine Eltern müssen nicht mega reich dafür sein. Ja, in Amerika, was weiß ich, auf so eine Universität gehen willst, dann müssen die Eltern schon bereits anfangen zu sparen, wenn sie, noch bevor sie überhaupt an dich gedacht haben.
Ja, weil weil das Studium dann so teuer ist, dass sich das eigentlich kaum einer Ich, sonst also leisten kann. Leute, Das haben wir zum Glück nicht in Deutschland, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, Leute, aber ich will nicht studieren gehen. Das werde ich ja nicht tun. ja. Ja, das geht auch allein aus deiner Argumentation hervor, dass du keinen Bock darauf hast. Ja. Ja, genau, also ich möchte halt Studien machen. Ist so. Ja. Und wenn ich ein Studium machen sollte, dann im Bereich Informatik. Okay. Aber ich glaube nicht, dass ich eins mache. Tja, so ein Wisch kann ganz schön viel bringen. Also je nachdem, ganz ehrlich, man muss man denken, je nachdem, ob man bis dahin ein Auto hat oder nicht, weißt du? Ob Was man, ja, hat denn das mit dem natürlich, Auto zu tun? man muss doch zur Uni kommen. Und Leute, bei uns sind die Universitäten echt nicht so nah. Und deswegen müsste man halt mit dem Auto hinfahren. Ist so. Ne? Zug. Zug. Zug und Bahn. Oh, wer denkt denn da dran? Tja, ein Großteil der normalen Menschen, mein Lieber, fahren Zug, Busse oder Bahnen und das jeden Tag. Ich nicht. Ja, I know, I know. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Match hier. Da Leute, sind. wer fährt mit der Bahn zur Schule? Da wird es mit Sicherheit genug geben. Das werde ich jetzt mal, dass es fast jeder macht. Mit der Bahn? Ja. Nein, im Bus. Wenn dann im Nee, Bus. ich bin damals auch in Frankfurt nur mit der Bahn gefahren, mit der U-Bahn halt, ne? Echt? Ja, natürlich. Also, ja gut. Da Ja, musstest du jedes Jahr machen eigentlich. Aber hier gibt es ja Busse. Bus, Busse, Busse, Bus, siehst du, und allein an diesem Bus, Bus, Busse, Bus, Busse, Bus, merke ich, du kannst froh sein, dass du auf die Schule gehst, ja? Alter, Bus, Bus, Busse, Bus, Busse, Bus, Bus, Bus. Aber Schule ist scheiße. Ja, richtig. Ja, Leute, das. bitte, ich Oh mache jetzt mal, mein ich hoffe, ich Gott. hoffe, ich hoffe, ich denke gerade, ich mache eine Abstimmung, Leute. Wer findet Schule cool und wer findet Schule doof? Könnt mal abstimmen. Und dann werden wir mal sehen, wer Schule toll findet. Ja, alle, die bereits da drin gewesen sind und die fertig sind mit Ja, der das Schule, meine finden ich. sie im Nachhinein gut. Nur, Und alle, nein. die zur Schule gehen, finden sie zu dem Zeitpunkt scheiße. Nicht Natürlich. alle. Es Ja, gibt aber auch du, welche, also, die sie gut ganz ehrlich, finden. Leute, der Gleich redet da gerade und redet. Leute, der Gleich war auch in der Schule. Ach Und nein! Nein! Nein, ich war nicht in der Schule der Gleich gewesen. hatte Nein! genauso wenig Bock auf Schule wie wir heutzutage auch. Also, die Erwachsenen, wenn ihr mal eure Eltern fragt, hattet ihr damals, ehrlich gesagt, hattet ihr damals Bock auf Schule? Dann sagen eure Eltern wahrscheinlich nicht nein. Ich fand Schule total Ja, sorry. klasse. Ja, bestimmt, du. Vor allen Dingen, Total wir haben toll. noch, der hatten noch das Thema gestern oder so gehabt, Leute. Und da habe ich ja gleich gefragt, hattest du denn damals Bock auf Schule gehabt? Dann sagt er, nö. Also, ja, du kannst dich da nicht rausreden. Da kann sich fast kein Erwachsener rausreden. Ja, ich hatte vielleicht jetzt nicht unbedingt Bock darauf gehabt, aber im Nachhinein Im weiß man, Nachhinein, es ist. nein, zu dem Ist die Zeitpunkt, beste Zeit deines Lebens, zu Kollege. dem Zeitpunkt, wo du in die Schule gegangen bist, da hat er gleich gesagt, ja, ich hatte auch keinen Bock auf Schule gehabt. Ist normal. Aber ja, eben, das ist normal, richtig, das Ja, ist normal. weil man halt genauso blöd ist. Wieso blöd? Weil Wer hat wir. Bock auf Schule? Niemand. Nein, aber wie gesagt, genießt die Zeit, Nö. die kommt nie mehr zurück Wie später. kann man denn diese Zeit genießen? Ja. Ja, richtig, da geht schon Also auf los. deiner Schule kann man sie mit Sicherheit genießen, ja. Nein, So. bei diesen ganzen Echsen und Abfragen bestimmt nicht. Das hat damit nichts zu tun. Deine Schule ist schon ziemlich gut. Geh Ja. mal auf eine andere Schule. Ich erinnere dich mal daran, als du beim Tischtennis mal in einer anderen Schule gewesen bist. Ich will jetzt nicht den Ortsteil oder die Stadt nennen. Da wolltest du dann auf die Toilette gehen und hast gedacht, was ist das denn hier, ja? Ja, Und da habe ich richtig. dir gesagt, ja, das ist ein Standard, den ich Ja, aus nur meiner pass mal auf. Schulzeit kenne. Nee, pass mal auf. Wenn du es jetzt so siehst, ganz ehrlich, bei uns haben schon manche Leute mit Klopapier alles zugestopft, dass alles Mögliche überschwemmt ist. Also halt Wasser auf dem Boden war, ne? Also so ist es Ja, nicht. das war dann schon mal. Das haben sie schon mal gemacht. Junge, das war bei uns Standard, Oh, bei uns nicht. Kollege. Das ist heutzutage nicht mehr Standard, Ja, dass es solche heutzutage Assis gab wie auf manchen, damals. auf viel, nein, heute sind die Schulen viel, viel besser geworden, klar, als bei Natürlich. uns früher. Und die Kinder sind heute total artig. Und
Und auf den Tischen kannst du heutzutage nichts mehr lesen, was die Leute vor 20 Jahren bereits eingeritzt haben oder mit Edding draufgeschrieben haben. Das ist heute bei den Schulen überhaupt nicht so. Nein. Ja. Also, egal jetzt. Also, ist jetzt wurscht. Wir sind jetzt hier bei Animation Throwdown. Leute, stimmt trotzdem mal oben ab, ob ihr Schule, also wenn, nur wenn ihr in der Schule seid, wenn ihr jetzt gerade in diesem Moment, Nur wenn ihr in der Schule ja, aber seid. wenn ihr noch, Jetzt gerade in dem Moment sind sie nicht in der Schule, weil sonst würden sie sich das Video nicht angucken können. ja, aber wenn zum Beispiel, nein, Logik. wenn ihr zum Beispiel, nein, wenn ihr noch zur Schule geht, nur dann abstimmen, bitte, weil die Erwachsenen werden eher sagen, nee, wir haben Schule, das ist die beste Zeit des Lebens, dies und jenes. Und wenn ihr dann, ihr müsst wirklich, Leute, nach dem Video, guckt euch erst das Video zu Ende an, dann geht mal zu euren Eltern, fragt sie mal. Also, als ihr zur Schule gegangen seid, hattet ihr Bock auf Schule? Und dann werden die meisten Eltern sagen, nö. Nein, es wird keiner sagen. Es Nein! wird keiner sagen. Es wird keiner so ehrlich sein wie ich. Ja. Weil viele werden ja gar nicht damit mehr umgehen können, wenn sie dann sagen müssen, oh, na, war eigentlich eine Scheißzeit, aber trotzdem war sie geil. Da kommst du ja nicht mehr raus Ja, aus dieser Geschichte. So, das ist ja das Problem. das ist ja das Problem. Die Ergleich, also die Ergleichs, genau, die Ergleichs. Die Eltern können einen eigentlich, merkt man schon, wenn sie einen anlügen. Und Warum an? gerade bei der Situation, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, ich hatte damals Bock, ja, Schule war damals das Beste. Wenn sie dann so kommen, Ja, war es ja auch. nein, Doch. nein, nein, nein. Guck mal, du hast nur einen halben Tag, und dann, was weiß ich, wenn du keinen Bock drauf hast, dann hast du halt einfach mal gefehlt. Bestimmt, das war bei euch vielleicht so einfach. Ist das bei euch heute nicht mehr so? Nee. Also, egal. Also, wenn du keinen Bock mehr gehabt hast, dann hast du einfach, oder sagen wir mal, wenn du irgendwann 18 volljährig warst, konntest du dir deine Entschuldigung ja selber schreiben. Ernsthaft? Ja, natürlich. Wenn du 18 bist, bist du erwachsen. Kannst du dir deine Entschuldigung selber schreiben. Echt? Ja, meinst du, lässt du dir die Entschuldigung noch von den Eltern schreiben, wenn du 18 bist? Wie cool. Also, sorry, aber Ja, natürlich aber das, nicht. ja, und vor allen Dingen, Leute, das Einzige, was gut an der Universität ist, ist, man kann einfach auch mal fehlen. Also wenn man sagt, okay, man geht heute nicht zur Schule, dann geht man heute nicht zur Schule. Ja, das sind dann die, die dann, was weiß ich, 12 Jahre lang studieren, weißt Man kann ja auch Studium du? abbrechen. Ja, das machen auch viele. Das hat sich dann richtig gelohnt. Das sind die Leute, die wirklich die Schulzeit genießen. Das sind die Leute, die die Schulzeit genießen. Die sagen, geil, ich gehe dahin, um nicht hinzugehen. So. Best. So, irgendwann muss ich halt arbeiten gehen. So, das ist so, das ja. Ja, und Herr Gleich, nochmal für alle Jugendliche, wie fandest du damals, hattest du damals mega Bock auf die Schule? Hast du dir jeden Tag gesagt, boah, geil, ich muss jetzt früher aufstehen und in die Schule? Also auf meine Kumpels habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Ja, und Schule? Richtige Schule? Schule, Lehrer, vorne stehen an der Tafel? Prüfung schreiben? Ja? Hast du Bock gehabt, ne? Ja, bitte, 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 sei ernst. Vor allen Dingen, Leute, ich weiß ja schon, Herr Gleich hat es mir vor der Aufnahme sogar gesagt. Was hab ich dir gesagt? Ich Die hab dir gar nichts gesagt. Nein. Also, Leute, ganz ehrlich, ihr merkt es schon, wenn eure Eltern euch anlügen in dem Punkt. Herr Gleich ist jetzt gerade am Stottern und weiß nicht, was Ich er sagt. stotter überhaupt Und weiß nicht. nicht, was er sagen soll. Also Das ich bedeutet. weiß schon, was ich sagen muss. Ja, dann sag. Ja, nix halt. Ja, nichts, genau. Nichts, weil er keinen Bock auf Schule hatte. Leute. Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja kein gutes Vorbild. Da, ja, ist es auch nicht, aber wer hat bei dir von einem guten Vorbild gesprochen? Ich muss hier Vorbildfunktion und so, weißt du? Nee. Das. Leute, auch nochmal um in der Abstimmung, wer findet er gleich als Vorbild? Da wirst du dich aber wundern. Ja, du Zwar. vielleicht nicht, aber andere sagen, wow, guck hier, der Herr Gleich, Guck mal da, der gleich. der ist, Er so ist will ich auch super. mal werden, so. Ja, wirklich, so will ich auch mal werden. Später sagen, man hat keinen Bock auf Schule gehabt damals. Das ist das, was man als Scheiße, Erwachsener. und da der Herr Gleich verliert, so will er mal werden, ja, Kacke, der Herr Gleich. Ja, Leute, ganz ehrlich, ja, nochmals, geht einfach nach der Aufnahme bitte zu euren Eltern. Das ist. Leute, Wieso? ihr dürft ja eigentlich keinen Ärger, also eigentlich keinen Ärger bekommen, weil Trainiere ich dieses es ist ja Tricks-Match. eigentlich nur eine Frage. Zum Beispiel, wenn ich ja gleich frage, warte mal, ich kriege jetzt keinen Ärger, wenn ich ja gleich frage, wie war es denn damals in der Schulzeit?
Eigentlich cool. Im Nachhinein war es cool. Im Nachhinein, zu dem Zeitpunkt nochmal, als du in die Schule gegangen bist, War es cool. hattest du Bock auf Schule gehabt? Nein. Richtig, danke Das schön. ist was Da habt ihr, anderes. Leute, da habt ihr das Statement. Leute, ihr könnt das jetzt. So, Bitte fünf nehmt Minuten kommt. Leute, bitte nehmt euch die Stelle raus und sagt zu. Geht Alter, zu. ich muss jetzt hier Nein, warte, lass fertig mich ganz werden. kurz. Ich muss doch ganz kurz sagen. Jetzt hast du mich unterbrochen. Jetzt Du sollst du brauchst denn aufhängen. jetzt noch fünf Also, Minuten? Leute, wenn eure Eltern. Also, ihr müsst euer Eltern jetzt genau diese Stelle zeigen. Herr Gleich ist erwachsen. Ja? Auf Und jetzt, Herr zack! Gleich, und ihr Glaubst du müsst es? genau diese Stelle nochmal, genau diese Stelle euer Nein, Eltern müsst ihr zeigen. Doch, nicht. müsst ihr. Nein, seit danach werden alle in den Kanal abonnieren. Abonnieren. So, deabonnieren. So, also jetzt gehen wir hier rein. Resistance, macht es nicht. Bitte zeigt euren Eltern das nicht, sonst Bitte. verlieren wir euch als Zuschauer, die sagen, den Kanal könnt ihr nicht mehr weitergucken, das verbieten wir euch. So, also, Jesse A24, 59, Congrats Jesse, Ken Berger, Marunga, Andrelo, Real Hasnisch, Tobeli, Stewie, Zardos, Georgios, Simal, Quarkmüller, Manu Baja, Gabriel, Alexander, X-Strike, Vini, Player, Homer J, Eisenzwerg, Ililil, Knuckster, Badass Charlene, Schmobi, Lord Universe, Magolöwe 500, Herr Gleich, 2, kommen noch ein paar Pünktchen drauf, Lager Mark gerne. Fowles, Nords, Rita, Line, Neuzugang, James, Ruffy Treffy, Joan, Ricardo, Max, Suarez, Albertus, Bobob, Raulito, Nüsse 2, Slim G, Nüsse Playstation, tu. Robert und Paddler. Ja, und da haben mitgemacht hier bei denen genau 32.000 Punkte. Guck mal hier, 36 haben dort Warte mal, mitgemacht. Screenshot von 32.000 Punkten genau. Ja, das kannst du, hast ja da so. Ich mache jetzt einen Screenshot. Nein, dann machst du eventuell versehentlich das aus. Lass es Nein, mach's jetzt. nicht, mach's nicht. Ich So, geh. kannst doch da einen Screenshot machen. So, hier haben Und mitgemacht geschafft. 41 gegen Stay at Home, fast, naja, fast 40 K geholt. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Cut. What? Eine glatte 1000 geholt. Unfassbar. Abdam, Frankensee, Dietronic, Chris, Bounty, Natinate, Junkhead, Topdas, Der Pate, Barney, Michael, Teklis, Crow, ja, The King, Krankus, Henny, Tularis, Eat Fresh Food, Herr Gleich. Gleich, da kommen keine Punkte mehr drauf. Da kommen keine Punkte Gamer mehr. Guy, Oder? Herr Casey, Gleich? nein, da kommen leider keine. Perfekt. Casey Remington, Gecko Moria, Ansgar, Jay Style, auch ein Neuzugang, Manuel, K, Spider, Big, Stromi, Mimo, Ulrike, K, Grummeli, Jojo, Ricky, Spanish, Thomas, Cookie, King, Kings, Sonja, Sonja, Dennis, Dennis, Braunibär. Brownie, Olli Z, Marlene, Apokalyptika und Ses Homaru. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit uns Notfall. beiden, dem Herrn sofort, dem Herrn Immer noch Gleichwort. So. an die Abstimmung denken und diese Stelle den euren Eltern zeigen. Ja, etwa und ciao. Ciao!